ein Gott. Was zum Teufel? Okay, was machst du denn da? Hallo, ihr da. Hallo, du da. Oh, hallo, Süße. Oder so. Der Reporter. Oh, was willst du? Gesucht wegen Mordes am Erzmagier. Hat man diesen gefährlichen Terroristen immer noch nicht gefasst? Das ist doch alles Schwachsinn. Van Buren will die Ratten loswerden, weil sie Alistairs Leute sind. Sie nennt sie Terroristen. Deswegen können ihre Leute in allen Häusern herumschnüffeln. Sie wollen ja nur die Rattenlöcher schließen. Ganz nebenbei erfahren sie so natürlich, wer wo lebt und was sie von Van Buren halten. Ein riesiger Haufen Trolldung, sag ich dir. Ja. Hallo, Herr Fuchs. Ach du Scheiße. Reden wir mal wieder zu viel? Ratsvorsitzende Van Buren, nehme ich an. Sie müssen Ratsvorsitzende Van Buren sein. Kluges Kind. Ich wollte Sie fragen, ob... Was soll denn der... Ach du Scheiße. Sie sollten mehr darauf achten, was Sie sagen, Herr Fuchs. Brauch ich auch. Wegen der Kinder. Komm, Spätzchen. Oh, Mami, guck, den hab ich gemacht. Ist der nicht niedlich? Ja, das hast du fein gemacht. Der alte Jenkins wird seine Lektion auch gelernt haben. Ich will ihn haben. Ich hab mit ihm geredet. Nichts aber der Blume. Ist mein Typograf, Kleine? Ich bin sicher, wir können uns einigen mit der Blume gegen mich. Entschuldigen Sie, ich war noch nicht fertig. Doch, waren Sie. Hey. Komm, Schätzchen. Lass den Hippogreif in Ruhe. Er will mit. Tut mir leid, Kleine. Butterblume gehört mir. Die Elfe hat recht, Spätzchen. Der Hippogreif gehört uns nicht. Ich hab ihn gemacht, Mama. Er gehört mir. Aber Schätzchen. Mir! Natürlich. Dann nimm ihn nur mit. Tschüss. Unhöflich. Zurück zum Fuchs. Ich habe die beiden nicht gesehen. Das war nicht deine Schuld. Das war meine Unaufmerksamkeit. Das kleine Mädchen steckt hinter all den Verwandlungen? Die Tochter der Ratsvorsitzenden. Sie steckt hinter all diesen Verwandlungen, oder? Na. Wie ist das möglich? Normalerweise verblassen Zauber schon nach kurzer Zeit. Woher hat sie diese Macht? Was kannst du mir zum Mord am Erzmagier sagen? Kannst du mir etwas zum Mord am Erzmagier sagen? Ich glaube... Gab es überhaupt einen Mord? Ich meine, ist er wirklich tot? Wilbur und die Ratten hätten ihm nie etwas angetan. Sie sind Sündenböcke. Ja. Angenommen, der Erzmagier lebt noch. Van Buren hätte ihn bei sich, oder? Ja. Im Magierturm? Nein. In der Schule? Ja. Also schön, dann ist das mein nächstes Ziel. Keine Ahnung. In Seefels regiert die Angst reizend. Van Buren ist doch bestimmt nicht mit legalen Mitteln an die Macht gekommen. Diese schönen Dinger um meinen Kopf verhindern, dass ich bestimmte Dinge sage. Schimpfwörter und Flüche, meinst du? Ha! Nein. Sybil van Buren hat die Macht gerissen, ohne das dafür zu haben. Zensur, das ist es. Und weißt du, was das Schlimmste an Zensur ist? Na? Ich verstehe. Ja, jetzt
Was willst du gegen diese Dinge unternehmen? Was willst du wegen der Dinge um deinen Kopf unternehmen? Was kann ich unternehmen? Ich bin Reporter, kein Magier. In dieser Stadt gibt es keine Magier mehr. Van Buren hat sie alle... Magie ist ihr Schlüssel zur Macht. Sie glaubt, nur ein Magier könne sie jetzt noch aufhalten. Ja? Wie passend, dass der einfallsreichste Magier der Stadt im Untergrund hockt und wegen Mordes gesucht wird. Ja. Ich muss weiter. Halt durch. Solltet ihr euch in der Oberstadt umsehen wollen, dürfte das hier nützlich sein. Oh, wir kriegen was. Danke. Danke. Was kriegen wir denn? Ein Schlüssel. Ach, was soll's. Es gibt viele magische Kleidungsstücke in dieser Welt, die die Fähigkeiten ihrer Träger verbessern. Allerdings gilt die Regel, je größer der Nutzen, desto hässlicher das Kleidungsstück. Ja, aufsetzen, danke. Okay, was haben wir denn noch so Schönes? Wir können hier ins Schaufenster gucken. Oder wir lassen Puppen, Stofftiere. Da hinten sind Hundewelpen, rosa Kleidchen. Und da Gemälde von jungen Minnesängern. Ein bemerkenswertes Sortiment. Ja. Ich nehme den Helm doch wieder ab. Seefels ist eine Hafenstadt. Hier geht es ruppig zu. Mit dem Sortiment dürfte der Laden Probleme bekommen. Selbst wenn einige Seeleute vielleicht einen weichen Kern haben. Ja. Oder einen weichen Keks. Süßigkeitenstand. Zuckerwatte, Eiscreme, Schokolade, Bonbons. Vielleicht stecken Zahnärzte hinter der ganzen Sache. Oder die Kleine ist einfach nur scharf auf Süßigkeiten. Oh ja. Als Elfe fühle ich Hitze und Kälte weniger stark als die Menschen. Ja. Sonst wäre die Kleidung von uns Elfenfrauen ja auch extrem unpraktisch. Das ist wohl wahr, ja. Als Elfe sonst... Ja, danke. Was haben wir hier? Schau die Straße hinab. Keine Menschenseele zu sehen. Ja. Entweder verstecken sich alle in ihren Häusern oder die Stadt ist zur Geisterstadt geworden. Seefels ist groß. Ich sollte erst einmal alle Informationen hier oben sammeln, bevor ich ziellos dort unten durch die Stadt laufe. Ja, das wäre praktisch, ja. Und das Inventar könnte ich auch zumachen. Mit ihm könnte ich noch mal reden. Oder ich gucke mir diese lustigen Pflänzchen hier an. Ich versuch's nochmal. Hat er ja doch noch besser, was. Ich spreche nicht mit ihm. Oder je mehr er redet, desto mehr foltert ihn dieses verdammte Ding um seinen Kopf. Naja, foltert. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Ja. Wilbur ist so einiges, aber bewaffnet und gefährlich? Nö. Gut, ich gehe hinauf zum Tor. Ah, ja, der Markt stand. Der Marktstand eines Händlers. Könnte dem reizenden Gesellen oben auf der Mauer gehören. Ja. Früher bin ich da mit Leichtigkeit hochgeklettert, aber momentan würde ich lieber für ein Stündchen die Füße hochlegen. Nein, Ivo, du lässt dich von dieser Sache nicht aus dem Konzept bringen. Und nochmal der Stand. Er scheint noch normale Dinge zu verkaufen. Vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch er Panda-Beeren und Bubble-Tea anbietet. Wahrscheinlich, ja. Und dann hier haben wir noch was. Den Müll. Seefels. Ich habe nie verstanden, warum so viele Menschen auf so engem Raum leben wollen. Die ganze Stadt ähnelt einem Müllberg über einer Kloake. Trotzdem zog es nach dem Krieg jeden hierher. Seefels steht für Freiheit, die weite Welt, Erfolg. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. If you can make it here, you make it everywhere. Und rein in die Oberstadt. Schade, abgeschlossen. Sie hat den Schlüssel.
Halt! Papiere bitte. Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Ich bin keiner der Terroristen, die du suchst. Du versuchst irgendeinen Elfenzauber, oder? Nein, ich bin nur keine Terroristin. Ich bin Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Oh, Prinzessin Ivo. Ich habe sie nicht gleich erkannt. Sie sehen so anders aus. Echt? Ich sehe anders aus? Hast du in letzter Zeit mein Spiegel geschaut? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sie früher schon so schlank waren, Herr... Schildträger. In der Tat. Seit damals ist einiges passiert. Sagen Sie, das Artefakt des Schicksals, es könnte mich doch zurückverwandeln, oder? Könnte es wohl. Nur weiß niemand, wo es versteckt ist. Mich eingeschlossen. Erzmagier okay. Alistair hat unser beider Gedächtnis gelöscht, nachdem wir es versteckt hatten. Natürlich hat er das. Clever. Was ist hier los? Sprichwaffe. Diese Zuckerbäckerwelt da unten. Was hat es damit auf sich? Die ehrenwerte Ratsvorsitzende Van Buren räumt in der Stadt auf. Seefeld soll eine schöne und friedliche Stadt werden. Hier gelten Regeln. Ja. Und die Bewohner der Stadt haben dem zugestimmt? Nun, es gab keine Wahl in dem Sinne. Nach dem schrecklichen Mord am Erzmagier war die Ratsvorsitzende die einzige Kandidatin. Eine Wahl wäre da nur Vergeudung von Steuergeldern gewesen, nicht wahr? Ich habe mit Ratsvorsitzender Van Buren zu sprechen. Bringen Sie mich zu ihr. Ich habe einen Termin mit Ratsvorsitzender Van Buren. Bring mich zu ihr. Sind Sie sicher? Ich meine, sie hat mir gar nichts... Bespricht die Ratsvorsitzende ihre Termine gewöhnlich mit ihrer Stadtwache? Das nicht... Ich bin in offizieller Mission hier. Meine Mutter, die Königin, schickt mich, um der Ratsvorsitzenden Van Buren unsere Aufwartung zu machen. Gibt es da ein Problem? Natürlich nicht, Eure Hoheit. Kommen Sie. Danke, das wäre alles. Aber... Ratsvorsitzende Van Buren? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, du... Was bringst du die Elfe hier herein, Schildträger? Die Elfe ist Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Ich bin im offiziellen Auftrag meiner Mutter, der Königin, hier. Prinzessin Ivo? Welche Ehre! Wie kann ich euch behilflich sein? Anstand! Mir sind die neuen Dekorationen über deiner Stadt gefallen, hübsch. Wie ich sehe, wurde auch hier drinnen umdekoriert. Hübsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Königin des Waldlandreichs Dekorationstipps von mir holen will. Nein, nun wirklich nicht. Mich wundert nur, dass die Bewohner der Stadt nichts gegen den neuen Stil einzuwenden haben. Stil? Prinzessin Ivo, wie kann ich eurer Mutter behilflich sein? Anstand. Meine Mutter vergessen ist wieder. Wir haben die traurige Nachricht vom Tod des Erzmagiers erhalten. Ja, ganz schrecklich. Fast nicht zu glauben. Ein solch mächtiger Magier wie Alistair einfach so ermordet? Die Ratten und dieser Wetterquarz. Sie haben ihn hintergangen, meine Liebe. Aber keine Sorge. Wir sind auf der Suche nach ihnen. Wir lassen jedes Rattenloch in der Stadt versperren. Ich kenne Wilbur Wetterquarz und Remy de Dumas. Wir sind befreundet. Was muss ich da hören? In den Kerker! Befreundet mit Terroristen? Drohnen. Ich glaube diesen Terroristenquatsch keine Sekunde. Wenn es in dieser Geschichte zwei Seiten gibt und auf einer stehen Wilbur und Remy, nun, dann bin ich mir sicher, dass auch Alistair auf jener Seite stand und dass es die richtige für mich ist. Ihr seid also eine Terroristin? Und gebt das ganz freimütig zu? Ich bin eine Königstochter auf diplomatischer Mission und mache mir ein Bild von der Lage. Ja, und ich habe gerade gesehen, dass der Hund ihr auf ihrer Schulter sich bewegt hat. Hippogreif da drüben in mir! Wissen Sie, wie schwierig es ist, einen voll ausgebildeten, edlen Hippogreif zu bekommen? Er hat mich einen Topf voll Gold gekostet. Nicht gefunden. Ich stelle euch gerne einen Schuldschein aus. War das alles? Die Stadt ist wie ausgestorben. Wo sind denn all die Bewohner? Das letzte Mal, als ich hier war, quoll die Stadt über vor Menschen. Ja,
wir haben aufgeräumt. Diese Zeltstadt vor den Toren war doch unwürdig. Dem stimme ich zu, nur wo sind die Flüchtlinge? Na? Weg. Und deshalb können die Bürger dieser Stadt nun wieder ein anständiges, geordnetes Leben führen. In Zuckerbäckerhäusern? Ein anständiges, geordnetes Leben nach deinen Maßstäben? Nach den richtigen Maßstäben. In Seefels gibt es kein Verbrechen mehr. Keine Bettler. Niemanden, der die Regeln bricht. Wie könnte ich da den Rest der Welt in einem Zustand aus Chaos, Sittenlosigkeit und Verrohung belassen? Ihr könnt den Menschen eure Vorstellungen nicht aufzwingen. Sie müssen euch aus freien Stücken folgen. Oder eben nicht. So war es vielleicht früher einmal. Aber heute gibt es Mittel und Wege, effizienter zu regieren. Ich habe genug gehört. Bis später. Wenn das euer letztes Wort ist, habe ich genug gehört. Auf Wiedersehen. Moment! Ihr wollt nicht zufällig losgehen und ein bestimmtes Artefakt holen, oder? Selbst wenn ich wüsste, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet, ich würde es nicht einsetzen. Ah, Alice, das Mädchen. Aber du wirst einsehen, dass ich kein Risiko eingehen kann. Schildträger! Ins Gefängnis mit ihr! Was? Ach, er ist ein Kartending. Lady van Buren, sie ist eine Gesandte der Königin und deren Tochter. Ich werde dem Waldlandreich einen Besuch abstatten und das klären. Von Königin zu Königin. Von Königin zu demokratisch legitimierter Anführerin. Ja. Kommen Sie bitte mit, Prinzessin. Wer mir zu nahe kommt, bekommt die Kiste auf den Schädel. Das ist aber ein schöner Würfel. Hast du den gemacht? Ja, es kann alles machen. Tatsächlich? Und du denkst dir all diese schönen Dinge selber aus? Ein paar stehen auch in meinem Buch. Der Froschkönig. Die Geschichte habe ich immer besonders gerne gemocht. Hier, spielt schön mit deinem Würfel. Ja. Der Froschkönig, hm? Raus mit ihr! Kommen Sie bitte mit. Im Gefängnis sind Sie wenigstens sicher. Ja, das schon. Und was mit ihm? Nein, auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Muss das denn ganz gerade sein, Bruder? Die schwangere Prinzessin des Waldlandreichs im Gefängnis. Zum Glück hat der Reporter gerade seine eigenen Probleme. Ja. Hey, Timmy? Psst, Kleiner. Kennst du eine Ratte namens Remy de Dumas? Du bist doch Ivo, oder? Ja. Oh, kennen wir uns? Ich bin Onkel Remy nachgeschlichen und habe mich versteckt, als ihr diese ganzen Festessen und Empfänge hattet. Ach. Du warst da und Wilbur, Kapitän Nate und das Vieh und Erzmagier Alistair. Es war immer alles sehr feierlich. Ja, das war's. Kannst du Wilbur oder Remy holen, damit sie mich befreien? Oder kannst ich du? Kann dich befreien. Ich bin im Widerstand. Richtig. Ja, natürlich, aber vielleicht wäre dein Onkel... Der ist auf einer Mission. Aber zum Glück ist hier eine Ratte, die einer Prinzessin in Not helfen kann. Jetzt spiele ich den kurzen. Oder auch nicht. Ich spiele ihn wirklich. Okay, dann gucken wir nochmal hier. Wie lange soll diese verdammte noch so gehen? So in dem Eimer scheint Kleister, Trollspucke oder ein anderer Klebstoff zu sein. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Jetzt geht's aber, ja? Nein.
Auch das hängt nicht ganz gerade. In Ordnung. Versuch's nochmal. Die Tür sieht ziemlich massiv aus und ist bestimmt abgeschlossen. Ja. Und selbst wenn nicht, Schildträger würde bemerken, wenn sie geöffnet wird. Ich muss ihn loswerden. Am besten alle Schuld, beide. Dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Nimm ein Plakat. Und ich habe auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Hopp, hopp. In den Eimer. Der Eimer ist deutlich zu groß und zu schwer für mich. Aber es wird selbst den Quast könnte ich wohl nicht aus dem Kleister ziehen, bevor Herr Fuchs oder Herr Schildträger mich entdecken. Ich habe schon eins genommen, das muss reichen. Auch das hängt nicht ganz gerade. Viele sagen, Herr Schildträger sei die schlechteste Stadtwache, die Seefels jemals hatte. Wir Ratten sehen das anders. Er ist faul, nicht sonderlich clever und falls er mal durch die Straßen patrouillierte, schepperte und quietschte seine Rüstung so sehr, dass man ihn von Weitem hörte. Ich weiß, wir hatten ist doch super. Differenzen, aber das hier ist doch... Und unterhaltsam. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair, der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Ja. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Wenn es von mir so ein Plakat gäbe, würde ich es in meinem Zimmer aufhängen. Ja. Nein, auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Ja. Aber seid ihr... ein paar Stückchen verkohltes Holz sind durchs Rost gefallen. Ich schnapp mir eins davon. Okay, dann... Wie lange soll diese verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Ja, benutze Kohle mit Plakat. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. Ja. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Ich würde Herrn Schildträger gern auf den Rücken schreiben, was ich von ihm und seiner Herrin halte. Aber obwohl er großteils aus Pappe besteht, ich glaube, er würde es merken. Ja. Dann benutzen wir das Plakat mal mit dem Stapel. Geht gerade nicht. Es ist nicht meine Schuld, dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Und ich habe auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Ja. Hopp, hopp. Und nochmal. Okay, schade. Was könnte ich jetzt noch machen? Ich habe ja nur begrenzte Möglichkeiten. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber das hier ist doch... Und unterhaltsam. Eigentlich vor allem unterhaltsam. Los, los! Befehl der Ratsvorsitzenden. In Ordnung. Kohle mit Plakatnummer. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Geht das? Jetzt nicht. Ah, ich muss nochmal warten. Er klebt ja das gleich nochmal ab. Dann klebe ich das mal auf den den Stuhl. Wie lange soll diese verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Ja. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Könntest du jetzt bitte das nochmal ranhängen und ihn aufstehen lassen? Danke. Okay. Zeit, Herrn Schildträger zur Werbefigur des Widerstands zu machen. Rede nicht, mach. Noch mal. Ah, gut erwartet. Was zum... Was ist das? Hey, Fuchs, hab ich da was auf dem Rücken?
Nein. Kannst du was sehen? Und ob ich was sehen kann? Was ist da? Klebt da was? Was würde die Ratsvorsitzende wohl dazu sagen, wenn ihre eigene Stadtwache Propaganda für die Rebellen macht? Propaganda? Aber ich hab doch gar nicht... Kein Problem. Ich werde sie schon entfernen. Könnte ein wenig wehtun. Aber nein! Haltet diesen Widerstand, Sympathisanten! Und tschüss. So, Platz. Danke, dass du dich da wieder hinstellst. Was habe ich hier denn? Den Schlüsselbund. Am Schlüsselbund der Stadtwache sind 3 Schlüssel. Einer davon dürfte für die Eingangstür der Wache sein, ein anderer für die Zellen. Ja, hin. Schnapp ihn dir. Und schmeiß ihn zu Ivo. Das ist schon das 2. Mal, dass ich einen der größten Helden Aventasiens befreien muss. Ja. Timmy Mauskowitz, Befreier von Helden. Ja. Ivo, ich habe die Schlüssel. Tatsächlich? Gut gemacht. Ja. Timmy ist ein Held. Kommst du ran? Nein, aber hier drin ist eine Decke, die ich in Streifen reißen kann.